Hallo. Ja, es haben sich ja einige von euch gewünscht, dass ich auch mal Train Planet ausprobiere. Train Planet ist noch in der Entwicklung. Das hier ist die Demo-Version, kostenlos für jeden herunterladbar bei Steam. Ich bin jetzt ein paar Kilometer schon mal gefahren, um zu gucken, ne, wie funktioniert das mit der Steuerung und so. Das ist nämlich dadurch, dass es eine Beta ist, kann man die Steuerung, glaube ich zumindest, noch nicht umbelegen. Und es ist nicht das deutsche Tastaturlayout, sondern das amerikanische. Und da muss man ja immer gucken, ne? Manchmal, wenn Spiele so ein amerikanisches Tastaturlayout haben, manchmal sind dann trotzdem die gleichen Knöpfe gemeint, wie Z, ne? Z und Y ist da ja vertauscht. In dem Fall ist es tatsächlich die SIFA, da muss ich tatsächlich die Y-Taste drücken. So, und bei den Türen die Z-Taste. Dementsprechend ist es auch hier Ö und Ä ist dann dementsprechend die Zugbremse, und das musste ich ja erstmal alles ausprobieren, bevor ich gleich im Video da stehe und von nichts eine Ahnung habe. So, was sehen wir hier direkt im Startbildschirm? 186 von Bombardier. Mit Intercity-Wagen, das werden wir auch gleich fahren. Ist der Realität jetzt natürlich nicht nachempfunden, weil ich wüsste nicht, dass die 186 Intercity-Wagen fährt. Das ist eigentlich eine Cargo-Lokomotive. Aber mögen wir dem Entwickler mal verzeihen, es ist halt nur eine Demo. Wenn jetzt gerade meinetwegen gerade mal zwei Loks fertig sind und die Intercity-Wagen, ja gut, zum Testen ist es doch vollkommen okay. Wir haben auch noch die 218 hier. Die können wir vielleicht beim nächsten Mal testen. Wir drücken hier auf Journey. Das ganze Spiel ist auch auf Englisch, ist noch nicht auf Deutsch übersetzt, aber dürfte jetzt auch nicht so das große Problem sein. Wir haben hier auch Geld. Wir können uns dann irgendwie Fähigkeiten freischalten. Ich habe nämlich gerade schon gesehen, wir haben Qualifications. Es wird irgendwie, ja, die Punkte kann man alle noch nicht andrücken. Ja, man weiß es nicht genau, was da passieren soll. Vielleicht steht es auch irgendwo geschrieben auf der Roadmap oder so. Ich habe mir das jetzt nicht weiter angeguckt. Aber wir wollen jetzt ja nicht die Roadmap besprechen, sondern wir wollen einfach mal in das Spiel reingucken und drücken hier mal auf Start. So, jetzt lädt das Ganze. Was mir schon direkt aufgefallen ist, die Türsteuerung ist auch wie bei TSW von Arsch. Weil die 186 ist jetzt auch nicht für Reisezüge ausgelegt. Ja, back, zack, continue. So, huch. Also, wir gucken uns einmal das Ganze erstmal von außen an. Wir sehen. Ah, was habe ich denn jetzt gedrückt? Ja, okay. Bewegen, die Kamera bewegen geht nur mit den Pfeiltasten. So, wir drücken einmal die Z, dann gehen die Türen auf. So, was ja eigentlich auch schon blöd ist, weil die gehen natürlich nicht von alleine auf. Moment, ich zeige euch nochmal in den Einstellungen. Gameplay, ich habe Road Traffic angemacht, ich habe Passenger Traffic angemacht und ich habe Railway Traffic angemacht. Aber wie man sieht, sieht man trotzdem keine, ja, Fahrgäste. So, wir drücken einmal P, um den Pantographen zu heben. Es geht sogar der richtige hoch, das ist ja schon mal gut. Die Animation fand ich auch sehr gut. Das ist ja auch so ein bisschen. Ich nehme den einmal nochmal runter. Achso, runter ist anscheinend nicht P. Achso, das ist bei der Lok, ist es hier. Ich weiß nicht, ob es im echten Leben auch hier ist. Ich kenne die Lok nicht. Ah, da ist runter. Okay, wir fahren mal näher ran mit der Kamera. Also die Animation finde ich gut. Wenn wir jetzt P drücken, fährt er langsam hoch und wackelt auch so ein bisschen. Also es ist nicht einfach nur so ein stumpfer. Oh, hier kann man auch in den Führerraum reingucken. Okay. So eine stumpfe Animation. Ich mag ja so kleine Details. So, jetzt haben wir hier das Problem mit der Türfreigabe. Wann sollen wir denn hier eigentlich losfahren? Okay, jetzt eigentlich. Hauptschalter müssen wir noch einschalten. Achso, das war. L ist Hauptschalter ein. Okay. Eigentlich ist das hier nur reines TB0, das heißt, wir würden die Türen freigeben und die Lok hat keine seitenselektive Türsteuerung, das heißt, es würden auf beiden Seiten die Türen freigegeben sein. So, das haben die hier auch alles nicht implementiert, aber da gucken wir jetzt mal drüber weg. Vielleicht wird es im fertigen Spiel noch wieder anders. Aber ich fürchte nicht, Türsteuerungen sind in Simulationen immer irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt. So, wir lösen mal die Zugbremse. Das war jetzt hier. Quatsch, die Zugbremse. Die Zusatzbremse. Die löse ich jetzt einfach mal mit der Maus. Das funktioniert irgendwie tatsächlich nicht. Die Maussteuerung.
funktioniert nicht so wirklich. Das heißt, Zusatzbremse, nee, das war die Druckluftbremse. Zusatzbremse war dann hier, okay. Ich lasse auch die AFB ausgeschaltet. Also ich kenne die Lok nicht. Ich war noch nie auf dieser Lok drauf im echten Leben. Und die AFB scheint mir irgendwie anders zu sein. Generell die Steuerung. Es gibt hier so eine Flippersteuerung mit Plus, also mit Auf und Ab. Und auch die Bremse ist, ich habe keine Ahnung wie genau, aber sie scheint auf jeden Fall gelöst zu sein. So, wir machen die Türen zu. Müssten jetzt auch zu sein. Ach, Digga. Ja. Und fahren mal los. Achso. Wir müssen natürlich noch auf. Ja, also dieses PZB-Bild ist auch, gibt es im echten Leben auch nicht, aber wir befreien uns mal. Das Spiel sagt uns, wir sollen uns aus der PZB befreien. Da es dieses PZB-Bild nicht im echten Leben gibt, weiß ich jetzt auch nicht, wie schnell wir hätten fahren dürfen laut der PZB. Wenn es jetzt gelb wäre mit blinkend 85, dann wäre es 40 gewesen. Dann hätten wir es tatsächlich nicht befreien dürfen, weil wir dürfen uns nur befreien, wenn wir auch schneller fahren dürfen als das angezeigte Bild. Das ist aber schon sehr tief im PZB-Thema drin, darum soll es heute nicht gehen. Genau, wir. Ich mach mal die Kamera ein bisschen so, dass ihr auch seht, wenn ich den Hebel drücke. Das Interface kann man auch noch nicht ausblenden. Das ist jetzt aber auch weiter noch nicht schlimm. Wie gesagt, das ist eine Demo. Hier auf der rechten Seite. Gibt es eine Maussteuerung? Ne, so wie in TSW. Also im TSW ist es ja so, wenn man die rechte Maustaste drückt, kann man halt umswitchen auf den Mauszeiger, dann könnte ich euch das zeigen. Aber hier ist es, was auch gar nicht schlecht ist, wenn man die rechte Maustaste drückt, hat man so einen Zoom. Da kann man auf die Displays gucken oder halt auch mal nach vorne. So, ich bin vorhin bis Köln-Ehrenfeld gefahren, also die nächste Station, wo wir auch anhalten müssen. Die Strecke kenne ich übrigens auch nicht aus dem echten Leben. Also ich kenne weder die Lok, noch die Strecke, noch das Spiel. Sehr gute Voraussetzung. Wir sind in Köln mit plus 2 Minuten abgefahren, wie man oben links sieht. Aber das ist mir jetzt auch egal. 80 dürfen wir gleich fahren, aber natürlich erst, wenn die kompletten 5 Wagen vorbei sind. Schade ist auch, dass da die Kameraeinstellung sich nicht behält. Wenn ich jetzt mich reinsetze und wieder auf die Außenansicht gehe, sind wir wieder in der Ansicht. Na gut, also, wir beschleunigen mal auf 80 km/h. Das ist mir vorhin aufgefallen, wenn wir jetzt sehr stark beschleunigen, dann sagt er mir hier Adhäsionsskidding, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Das heißt, die Räder drehen gerade durch. Dann müssen wir entweder ein bisschen Leistung zurücknehmen. Ach, jetzt habe ich die Siefer nicht gehört. Ach, Digga. Oder wir nehmen einfach ein bisschen Sand dazu. Ich weiß nicht mehr, welche Taste das ist. Weil ich habe mir den Sand habe ich mir schon aufs Stream Deck gelegt. So, wie weit haben wir es jetzt noch bis Ehrenfeld? Das ist da hinten, okay. Jetzt dürften wir auch schon 120 fahren. Also für Leute, die... Achso, ich wollte mir das Ebola mal angucken. Oh, man kann es leider nicht in den Dunkelmodus stellen. Okay, es ist irgendwie... sagen wir mal so, Ebola ist irgendwie da, aber es sieht mir irgendwie gerade nach dem Standbild aus. Weil... Es passiert halt... Hä? Doch, es passiert tatsächlich was. Aber es ist falsch rum. Es läuft von oben nach unten. Das ist ja richtig bescheuert. Ist das hier schon Ehrenfeld? Oh, fuck.
Ja, meine Damen und Herren, hier hätten wir halten sollen. Ach, das ist, wenn man euch was zeigen will und dann nicht darauf achtet. Ja, jetzt müsste man normalerweise absprechen, ne, mit dem Fahrdienstleiter. Pass auf, soll ich jetzt weiterfahren oder setzen wir zurück? Ich wüsste gar nicht, was jetzt in dem Spiel passieren würde, wenn ich zurücksetze. Wir können es ja mal spaßeshalber ausprobieren. Wir sind ja hier, um ein bisschen zu testen. Nehmen wir mal an. Wir haben das jetzt mit dem Fahrdienstleiter abgesprochen und haben den Befehl diktiert bekommen. Man würde dann noch einen schriftlichen Befehl kriegen. Okay, es tut sich gerade nichts. Warum nicht? Vielleicht ist das Spiel nicht dazu ausgelegt, rückwärts zu fahren. Oder haben wir noch... Es ist halt das Problem, wenn man die Lok auch nicht aus dem echten Leben kennt und die so eine komplett andere Steuerung hat. Da könnte mir jetzt mein Cargo-Freund... Was ist denn das? Wieso kommt denn der Balken da unten? Das ist ja... Vollkommen verkehrt. Backward Movement. Okay. Das Spiel ist nicht dafür ja, okay. Es ist nicht dafür gedacht, rückwärts zu fahren. Na gut. Aber ich habe das für euch ausgetestet. Das heißt, ihr braucht es nicht mehr auszutesten. Naja, jetzt starten wir natürlich wieder von vorne. Ich drücke mal einmal auf Pause, bis wir wieder auf der Fahrt sind. Das müsst ihr euch ja jetzt nicht nochmal alles angucken. Bis gleich! So, wir sind wieder back on track. Ja, was ich wirklich schade finde, es ist eins der wenigen Spiele oder Simulationen, die das Ebola versuchen zu integrieren und dann machen... die den fatalen Fehler und lassen es von oben nach unten laufen, statt wie im Original von unten nach oben. Na gut. Aber dafür ist es eine Demo-Version. Man soll über Spiele, die in der Entwicklung sind, nicht vorzeitig urteilen. Denn es kann ja alles noch geändert werden. Ich meine, dafür sind ja Demo-Versionen auch gut, dass eventuelle Fehler noch gemeldet werden können. So, oben links sehen wir übrigens, es sind noch 2,3 Kilometer bis Ehrenfeld. Diesmal darauf achten, dass ich da auch anhalte. Simulationen sind echt schwierig, wenn man weiß, wie es im echten Leben ist. Schrieb neulich auch schöne Grüße, falls du das hier wieder siehst, an den Piloten. Hat mir ein Pilot kommentiert, ich weiß nicht, ob es ein Privatpilot ist oder jemand bei einer Airline, der sagte auch, er fliegt halt im echten Leben Flugzeuge, aber in der Simulation ist es halt teilweise echt schwieriger. Zum einen, weil es halt manchmal anders ist als im echten Leben und man auch generell, gut, bei Zugsimulationen ist es nicht ganz so schlimm, aber ich sag mal, bei Bussimulationen oder Flugsimulationen auch, man hat halt ein eingeschränktes Sichtfeld. Das ist immer schwierig zu gucken, links, rechts. Ist bei Zugsimulationen noch okay, weil da fährst du eh nur geradeaus. Da musst du nicht auf entgegenkommende oder beim Abbiegen auf Fahrzeuge achten. So, jetzt wollen wir mal gucken. Da vorne ist schon der Bahnsteig von Köln-Ehrenfeld. Ich versuche, die Maus nicht zu schnell zu bewegen, nicht, dass euch schlecht wird, wenn ich so die ganze Zeit mache. So, wollen wir mal gucken.
wie das Bremsverhalten hier ist von der Kiste. Wie lang sind wir denn? Wenn wir 5 Wagen haben, 5 mal 26,4 plus 20? Ah, falsch rum. Ich weiß auch nicht, was die Anzeigen unten rechts bedeuten. Ah, doch, das sind die... Oh, ach, lol. Das sind die Bremsanzeigen tatsächlich. Jetzt haben wir ein bisschen stark runtergebremst. Aber man muss sich ja erstmal ein bisschen rantasten hier. Ah, da vorne wäre die Harttafel gewesen. So, dann machen wir mal T für die linken Türen. Und gucken mal, ob sich irgendwas tut. Ja, die Türen gehen auf. Sind die Wagen eigentlich modelliert? Ja. Mann! Hallo. Ja, keine Fahrgäste. Aber das kommt dann wahrscheinlich noch im finalen Spiel. So, Complete Passenger Boarding. Boarding geht noch 2 Minuten und 15? Ja, okay. Was soll ich euch denn in der Zeit noch erzählen, Mensch? Wie sieht denn das hier hinten eigentlich aus? Ich habe schon mal probiert aufzustehen mit E. Also mit E kann man zumindest nicht aufstehen wie in TSW. Vielleicht ist das auch noch nicht implementiert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es noch nicht implementiert ist, dass man aufstehen kann und rumgehen kann. Zumindest gibt es aber Tastenbelegungen für rumgehen. Ach, das ist ja Air Condition, ja, ganz wichtig. Wie bei 147. Hier passiert auch nichts. Ja, Radio. Ja. Heißt doch Deutschfunkgerät. Also hier kann man kein Radio hören. Wie lange brauchen wir noch? 1,25. Seitenfahrschalter kann man auch nichts anklicken. Ah, doch hier. Na gut, das ist PZB. Das haben wir hier auch. Also... Ich bezweifle, dass im echten Leben der Sandschalter, der Sandtaster hier dieses Ding drauf hat. Das hat eigentlich nur der Taster für den Stromabnehmer. Siehe auch hier. Wobei, der hier ist geriffelt. Wo ist er? Da. Der ist geriffelt und der für den Stromabnehmer nicht. Hier sind doch bestimmt Kollegen bei, die bei Cargo sind. Was passiert jetzt? Der Luftpresser ist angesprungen und dann wackelt die ganze Lok. Alter. Keine Sorge, so schlimm ist es im echten Leben nicht. Was wollte ich sagen? Ach genau. Liebe Kollegen von Cargo, sagt mir mal, ist die 186 hier so wie im echten Leben die Anordnung der Taster und hat echt der Sandtaster hier diesen Querböppel oben drauf? Achso, das Boarding dauert so lange, weil wir halt einfach um 7.09 Uhr erst abfahren sollen. Pünktlich. Und das hier bei der Deutschen Bahn. Was? So, Boarding completed. Completed. Wir machen die Türen zu. Zack. Bum, bum. Ja, und ich würde sagen, wir fahren mal wieder weiter. Hatte ich die Bremse jetzt überhaupt gelöst? Nee. Wow. Anfängerfehler. Ich habe auch nicht so wirklich Ahnung, was die 117 da jetzt zu bedeuten hat unten rechts. Ach doch, das sind die Kilonewton. Ah, okay, die Kilonewton an Zugkraft, die wir gerade dazu geben. So, kann ich hier irgendwas drücken eigentlich? Nö. ZBR wäre ganz praktisch. Hier kann man auch nichts drücken. Ich hoffe, dass das in der finalen Version
dass man dann auch die Displays ein bisschen bedienen kann, weil das wäre schon wirklich nice. Wie schnell dürfen wir hier fahren? Ich würde ja ans Ebola gucken, aber das ist halt richtig doof implementiert. Vor allem, weil halt auch kein Pfeil da ist. Normalerweise wäre hier in der Spalte, man sieht halt auch echt nichts, ne? Wäre hier so ein kleiner Pfeil, der einem anzeigt, wo man denn gerade ist. Ja, das müssen die auf jeden Fall noch verbessern. Dann könnte man auch damit arbeiten. Speed Limit ist 160. Angeblich. Ja. So, wir sollen durch go through Köln-Müngersdorf. Also da sollen wir nur durchfahren. Man kann auf dem Tacho auch echt nichts erkennen. Also man muss schon wirklich rechts gucken, wie schnell man gerade ist. Löwenich sollen wir auch durchfahren. Ich glaube, wir sollen überall durchfahren, sonst hätten wir da noch eine Ankunftszeit stehen. Ja, dann fahren wir mal mit schön mit 160 hier durch die Gegend. Und gucken uns mal die Gegend an. Also grafikmäßig muss ich sagen. Also schön gestaltet ist es. Aber wir können mal zusammen in die Grafikeinstellung gucken. Quality Medium. Wir stellen mal auf High. Ah, obwohl in der Aufnahme ist jetzt auch gefährlich, ne? Oh, hat funktioniert. Ja, guck mal, ob es flüssig läuft. Was ist denn? Okay, das Anti-Aliasing ist irgendwie, macht komische Sachen hier. Auf dem Tacho kann man halt wirklich nichts erkennen, ne? Da muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden. Aber ich weise immer noch mal darauf hin, es ist nur eine Demo-Version. Das Spiel ist halt noch nicht fertig, noch lange nicht fertig. Wenn ich das richtig gelesen habe, soll es dann auch später tatsächlich einen Multiplayer geben. So ähnlich wie in Train Sim oder Sim Train? Wie heißt das denn jetzt? Dieses polnische Spiel. Da wurde ich übrigens auch gefragt, ob ich das mal spielen kann. Schöne Grüße. Habe ich gesagt, ja, mache ich mal. Hat jetzt aber nicht so die Priorität gerade. Train Simulator Classic würde ich halt auch gerne mal wieder installieren. Vor allem da gibt es halt einiges mehr an Auswahl an Strecken. Nur ich habe keine Ahnung, wie gut da so die Realität implementiert ist, möchte ich mal sagen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was so auch PZB angeht und die Bedienung der der Knöpfe und Schalter hier halt. Ja, ohne LZB-Führung dürfen Züge maximal 160 km/h fahren. Das ist hier zumindest richtig implementiert. Gauss-Schuh, Frechen, Königsdorf. Also grafikmäßig ist TSW auf jeden Fall besser. Bis jetzt. Ist auch geil, dass oben das Streckenband aus dem Bildschirm gleich rausläuft. Ah, okay, es verschiebt sich jetzt dann doch. Ja, das ist gut.
Die Anzeige rechts mit der Geschwindigkeit erinnert mich schon stark an Flugzeuge. Ich denke mal, das ist da daran auch angelehnt. Stop at Horen in 3,6 Kilometer. So, dann lassen wir mal rollen. Denn in 3,2 Kilometern sind wir da. Schade, dass man immer erst sieht, wo man anhalten muss. Wenn man durch die letzte... durch den letzten Halt quasi durch ist. Ich hätte mir gewünscht, dass links dann auch wirklich eine Ankunftszeit und eine Abfahrtzeit steht. Oder warte mal, ist das schon unser... Ach, das ist schon unser Ziel. Ja, dann ist klar, dass da nur eine Ankunftszeit steht. Ich sehe auch, Horem oben ist gelb. Vielleicht ist das ein Indikator auch dafür, dass man sieht, wo man anhalten muss. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob die anderen auch gelb sind. Oder ob die weiß sind. So, jetzt muss ich mich mal aufs Anhalten konzentrieren hier. Was? Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich eine 160er Weiche ist hier. Wir sind wirklich ein bisschen schnell, verdammt. Ach, das gibt's doch nicht. Also, das Ding, also, okay, passt auf, Leute. Ich bin, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt vorhin, ich bin irgendwann in die Schnellbremsstellung gegangen. Und dafür bremst das Ding einfach zu scheiße. Das entspricht nicht der Realität. An der Stelle, wo ich in die Schnellbremsstellung gegangen bin, hätte ich unter normalen Umständen im echten Leben den Zug am Bahnsteig zum Halten gebracht. Das Ding bremst ja wie hier wie ein Güterzug mit nur der Hälfte an Wagen, die an die Hauptluftleitung angeschlossen sind. Also jetzt mal ohne Scheiß. Guck mal, Horem minus 276 Meter. Wir geben jetzt einfach mal die Türen frei. Mal gucken, was passiert. Ah, leider kein Boarding. Aber ist das hier unsere Endstation? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir füllen mal unsere Hauptluftleitung wieder auf. Und dann fahren wir einfach mal weiter. Mal gucken, was passiert. Warte mal, was sagt unser Szenario? Ja, wir hätten nur bis Horem fahren sollen. You are scheduled to Cologne Horem. Ja, the journey begins in the morning with sunny weather and good visibility. Okay, wir könnten jetzt noch weiterfahren bis Düren. Aber das machen wir jetzt nicht. Weil das Szenario sagt, wir enden hier. Dann gucken wir uns das lieber beim nächsten Mal an. Was auch beim nächsten Mal nehmen wir irgendwie die 218. Und gucken wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Also ich muss sagen, ich habe gedacht, dass das ist... Obwohl es... Pass auf, ich muss nochmal sagen, es ist eine Demo-Version. Ja, so. Wir rollen. Natürlich rollen wir, weil wir keinerlei Bremsen angelegt haben. So. Wir fliegen nochmal den Zug hier einmal ab und gucken mal, wie das hier so aussieht. Also, es ist schon schön gestaltet, die Landschaft und alles, das muss ich sagen. Keine Ahnung, ob es der Realität entspricht. Dafür kenne ich mich da halt nicht aus. Wir gucken uns nochmal ein bisschen... den Bahnhof an, die Bahnsteige hier. Ja. Ich habe das Gefühl, die sehen an allen
halten, wo wir bis jetzt durchgefahren sind, gleich aus. Aber es kann natürlich auch so sein, dass es in der Realität so ist. Ja, so was mich aber wirklich nervt, ist das Bremsverhalten des Zuges gerade. Also, und was noch verkehrt war, ich kann mir nicht vorstellen, dass das da vorne eine 160er Weiche war, wo wir durchgefahren sind. Also es muss noch viel wirklich an dem Spiel getan werden. Nichtsdestotrotz werden wir uns beim nächsten Mal die 218 angucken. Habe ich überhaupt Spitzenlicht an? Ups. Das vergesse ich ja in Simulatoren auch mal ganz gerne. Wo ist denn hier Spitzenlicht? Da. Aha. Ja. Naja, gut, meine Damen und Herren. Schreibt gerne eure Kommentare in die Meinung. Eure Meinung in die Kommentare natürlich. Ich versuche nochmal einen schönen Screenshot zu machen hier irgendwie, aber alles ist auch alles Käse hier gerade. Außerdem ist das sowieso doof, weil das Interface da. Naja, mal gucken, was ich so Zeug gebastelt kriege. Ich wünsche euch viel Spaß. Und es nervt mich wirklich, dass das Bremsverhalten nicht der Realität entspricht. Weil auf diese ganze Türsteuerung und so, okay, kann man sich vielleicht noch mit arrangieren. Aber das Bremsverhalten sollte schon irgendwie ein bisschen besser sein. Das fühlte sich ja echt so an, als ob wirklich nur zwei Wagen angeschlossen sind an die Hauptluftleitung und der Rest einfach ungebremst war. Oh, Digga, das geht so nicht. Das geht so nicht. Also da muss nachgebessert werden. So, bevor ich das jetzt noch 50 Mal sage, sage ich jetzt einfach mal tschüss, winke, winke und bye, bye. Mir fällt ein, ich habe vergessen, schon wieder die richtige Endcard zu konfigurieren. Das heißt, ihr seht jetzt gleich kurz einen LKW, aber dann seht ihr auch einen Zug. So, bis dann, ciao.